Ho, 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 meine Freunde da draußen. Wer meinen Kanal und die Kanäle meiner ganzen YouTube-Kollegen schon seit ein paar Jahren verfolgt, der weiß, dass wir in den letzten Jahren immer wieder eine kleine YouTuber-Wichtel-Aktion zur Weihnachtszeit gemacht haben. Und genauso auch dieses Jahr. Wir haben uns wieder gegenseitig ausgelost, wer wen von uns YouTube-Leuten hier bewichteln darf. Ich würde sagen, nach dem Intro geht es los. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, ich muss mich selber noch ein bisschen vorbereiten. Ich würde sagen, wir machen das mal eben. Da bimmen sie wieder. Ein Nikolaus von Fröhlichkeit her. Ja, ein bisschen Musik brauche ich auch noch. Zimmi, bitte, spiel doch mal ein bisschen Weihnachtsmusik auf deinem Instrument da. Ja, danke. Jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung. Jetzt kann es losgehen. So. Oh, Junge. Das hier ist mein Wichtelpaket. Und tatsächlich hat der gute Bernie81 mich gezogen, was ich ganz witzig finde irgendwie. Mal mit dem Auspacken würde ich sagen. Ich bin aufgeregt. Ich habe das Paket schon ein paar Tage hier unten rumfliegen. Und habe natürlich anhand der Adresse bzw. anhand des Namens gesehen, von wem es kommt. So, deswegen ist das für mich jetzt keine große Überraschung mehr, von wem es ist. Aber es gibt auch tatsächlich ein paar Leute bei uns hier in dieser Community-Aktion, die die anderen gar nicht kannten. So, die mussten erstmal sich mit dem Kanal befassen, mussten erstmal gucken, was da so viele Leute bei sind. Ne? Und deswegen, komm, ich packe jetzt mal aus. Ich bin mal gespannt, das Paket ist riesig groß. Normalerweise haben wir gesagt, wir machen maximal 15 Euro. Manche halten sich dran, was ja natürlich vollkommen in Ordnung ist, aber manche eskalieren halt komplett. Und ja, mein Video, das verlinke ich auch mal unten in der Videobeschreibung separat, das ging an den Bambi Plattfuß, um das schon mal kurz zu spoilern. Guckt da auf jeden Fall mal rein, was ich im Guten zugeschickt habe. Wundert euch nicht, dass ich ihm da etwas mehr zugeschickt habe als die 15 Euro, weil der Gute hat mir im Laufe der letzten Jahre... Alter, was ist denn hier alles drin, ey? Die sind ja nochmal alle extra eingepackt. Ich meine, das habe ich auch gemacht, aber das ist natürlich auch nicht... ist natürlich auch nicht normal, dass man die Sachen nochmal extra einpackt. Geil. Wie gesagt, der Bambi Plattfuß, dem ich das Paket geschickt habe, der hat mir im Laufe der letzten Jahre immer mal wieder Snackcheck-Pakete zugeschickt und Sachen so zugeschickt und aus dem Urlaub mitgebracht. Deswegen wollte ich mich einfach ein bisschen revanchieren, habe ihm auch ein größeres Paket zugeschickt. Also nicht wundern und denkt so, was macht der Finch, ist ja bescheuert. So, der Björn hat mir auch einen Brief dazu gepackt an den Finchmaster. So, hi Finchi, mein Freund. Ich hoffe, ich habe das vorlesen. Ich denke aber ja schon, ne? So, hier schön mit Weihnachtsgedöns dran. Ne? Habe ich damals auch in der Schule in Excel und PowerPoint habe ich das gelernt, auch wie man das macht. So, hi Finchi, mein Freund. Da meine Handschrift unter aller Sau ist, wie man hier draußen erkennen kann, tippe ich dir ein paar nette Zeilen. Ich wünsche dir und deiner Familie eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Was die Wichtelgeschenke angeht, ich hoffe, dass ich dir mit dem Loot ein bisschen Freude machen kann. Eine Sache davon gefällt dir 100%, denn das hast du damals schon so kommentiert. Die anderen Sachen gefallen dir aber hoffentlich auch. Viel Spaß damit und bis bald. Gruß, Bernie81. Junge, ich geh kaputt. Ist das warm hier drin, ey. Dieser Brief kommt auf jeden Fall in meine Briefe-Schublade, denn ich habe ja eine Schublade, wo ich sämtliche Fanpost und Briefe von YouTube-Kollegen und so aufhebe, denn ich will das nicht wegtun. So, was haben wir denn hier? Komm. Oh. So, erstmal das hier. Sehr cooles Geschenkpapier übrigens. Sehr schlicht. Oh, so. Ach du Scheiße, was ist das denn hier noch alles? Okay, krass. Das ist aber auch sehr außergewöhnliches Geschenkpapier. Womit fangen wir an? Komm, wir fangen direkt mit dem dicken, fetten Teil hier an. Mit diesem Päckchen. Ich weiß noch, früher hat meine Oma immer zu mir gesagt, oder generell die ältere Generation, so wenn es an Weihnachten war, pack das vernünftig aus, das Papier kann man nochmal benutzen. Okay. Das tue ich nicht. So, RIP alle Leute mit Kopfhörern. Geil. Okay, das ist ja... Alter, das sieht immer voll abgefahren aus. Geil, ein Star Wars The Last Jedi
3D-Bild. Das ist eine Lampe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann hier, wenn ich das so in die Kamera halte. Das ist eine Lampe. Das ist gut, denn ich mag sehr gerne Lampen. Und ich habe bisher nur so Nintendo und halt so Gaming-Stuff-Lampen und sowas fehlt mir tatsächlich noch. Das ist mega. Das finde ich cool. Jawohl. Hinten kann man ein USB-Kabel reinpacken oder Batterien. Das ist schon mal mega geil. Vor allem ist das so, viele von diesen Dingern sind so stoffbezogen, aber das hier ist halt schön auf Plastik. So, machen wir mal mit den kleinen Sachen weiter. Das könnten Tassen oder sowas sein oder halt Becher oder was weiß ich was. What the heck ist das? Ja, geil. Das kann man wahrscheinlich für mehrere Sachen verwenden. Ich mache das andere auch mal auf. Vielleicht ist das ja passend dazu. Jawohl. Geil. Das ist echt geil. Star Wars Gläser. Man kann sie mit sich als Gläser oder als Teelicht-Dings benutzen. Und zwar einmal für die Republik und einmal für die Sith. Also einmal für die Jedi und einmal für die Sith. Geil. Unten mit den jeweiligen Logos drauf, ne? Einmal Rebellion, einmal Sith oder Imperium vielmehr. Ja, geil. Das finde ich cool. Star Wars Stuff geht sowieso grundsätzlich immer. Machen wir mal das andere dicke Paket auf, was du übrigens voll... ich will dich ja nicht wissen oder so, aber... Wie hast du das eingepackt, Mann? Hast einfach das Papier drum gerollt und dann Tesafilm dran oder was? Die kommt auf jeden Fall... Ich kann nicht mehr... Ach Gott, das ist schön. Das ist wirklich schön. Das kommt definitiv in den Gartenburn. Denn ich habe ja einen großen Garten. Und das ist... Ich mag sowas mega. Was das war. Game of Gnomes. Herrlich. Ach Gott, das ist schön. Das muss ich meiner Frau gleich zeigen. Die wird sich auch bestimmt kaputt lachen. Das Ding kommt auf jeden Fall in den Garten bei uns. Geile Sache. Boah, Alter, das stinkt voll. Hast du da vorher noch extra mit so Plastikspray drüber gesprüht oder was? Super, der gefällt. Wo hast du den ausgepackt? Habe ich das mal irgendwo gesehen bei dir? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Bernie, sehr geil. Wirklich großartig. Ich hätte mit vielen Sachen gerechnet so, aber diese Sachen, die passen wirklich perfekt. Hätte ich gar nicht, ehrlich gesagt, erwartet, dass diese Sachen da drin sind oder dass überhaupt sowas in dieser Art da drin ist. Geile Sache. Schön. Junge, dieser Gnome, ey. Sieht ein bisschen aus wie ich so momentan hier, ne? Wenn ich so nach hinten mache vielleicht. Nein, wobei. Bernie, du hast mir wirklich eine Freude gemacht. Das freut mich. Coole Sachen. Zu guter Letzt bleibt mir dann nur noch zu sagen, schaut die ganzen anderen Videos an. Wie gesagt, unten gibt es eine Playlist. Vielleicht verlinke ich sie auch hier irgendwie. Und ich wünsche euch noch besinnliche Feiertage. Verbringt Zeit mit euren Familien, Freunden und denen, die ihr gerne habt. Wenn ihr Weihnachten mögt, wenn ihr Weihnachten nicht mögt, dann ignoriert es einfach und zockt eine Runde oder sowas. Trinkt trotzdem einen, trinkt einen für mich mit auch und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag schon wieder mit dem nächsten Video und da wird es wahrscheinlich dann meine Top-Spiele des Jahres geben. Also, falls euch das interessiert, bleibt hier am Ball, abonniert und was weiß ich. So, ja. Ich muss jetzt diese scheiß Mütze und diesen Pullover wieder loswerden. Junge, ist das wahr. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe diese Mütze übrigens extra nur für dieses scheiß Video gekauft, wollte ich mal so anmerken. Ne? Also, darf ich allein schon einen Daumen nach oben geben, Mann. Du musst auch ein Geräusch machen. Du musst du machen.